Herzlich willkommen hier zu einer Folge hier irgendwo in Thüringen. Aktuell lassen wir mal das Mist wegbringen auf den LKW. Nach der Warte wieder Schneefall. Wir werden mal gleich mal zum Baumarkt fliegen. Zum Baumarkt sei schon zum Händler. Da möchte ich mir einen Traktor kaufen mit. Dass wir vor uns aufladen können. Ne? Dass wir hier mal entsprechend flexibel sein können. So, dann schauen wir hier rein. Gut, keine Fahrzeuge, ne? Ist ja klar. Ne? Hier, Händler. So, und zwar ein Traktor will ich kaufen bei den mittelgroßen. Und zwar so ein Steier. Dazu brauchen wir mal Geld. Ne? Logisch. Ohne Geld nicht los. Das heißt, wir gehen mal zur Bank und wir leihen ein bisschen was. Wir sind ja im Grunde noch schuldenfrei. So, dann leihen wir uns mal was. Wir brauchen also mit hier vorne zum Aufladen so ein Zusatz. Dann brauchen wir ein Teil zum Anbauen. Ja, wie es nur heißt, werden wir gleich sehen. Und hinten noch ein Heckgewicht. Und vorne eine Palettengabel. So 400.000 erstmal. So ungefähr. 400.000, ne? Schönes Süppchen. So, gut. Traktor. Mittel. Da reicht ein Mittel, entweder so ein Steier. 212. Typsteier haben wir noch nicht. Glas haben wir noch. So. Wir nehmen Steier. Natürlich die höchste Motorausführung, ne? Bisschen krasser Charme. Und Ladeanbau heißt das Ding. Okay, dann nehmen wir auch Trelleborg. Breitreifen und Gewichte. Hinten Gewichte, das ist gut, das ist praktisch. Da brauchen wir halt kein Heckgewicht. Denken wir, wird so ausreichen. Anbau haben wir auch. Lokia, Trelleborg. So, das wollten wir haben. Breitreifen, Gewichte, Motorführung, klar. Ja, GPS brauchen wir nicht. Kaufen. Zurück. Erst brauchen wir den Frontladeranbau-Teil. Und zwar Frontlader. Hier gibt es auch die Palettengabel. Wir haben ja einen Steyr genommen. Da wäre Glas unpassend dafür, ne? Ja. Logisch. Aber so ein Stoll. Größer wie H50. Was das nun genau bedeuten soll. Ich glaube, mit einem Gewicht oder sowas. Dann nehmen wir, egal. Testen wir mal Hauptfarbe. Fendt, JCB, Pink, na Pink nicht. Glas, Oliv. Steyr müsste nicht dabei sein, glaube ich nicht. Star. Wir nehmen Silber. Oder? Lampenblau? Ne, auch nicht. Weiter wissen. Naja, weiß. Beige. Das Ding passt besser. Ich hoffe mal, das passt. Und dann brauchen wir noch eine Palette. Gabel. Ja, ich habe die Farbe vergessen, ich glaube, weiß.
Ne, hier das war gewesen. Die Richtung, glaube ich. Das war es, glaube ich, gewesen. Man direkt merken soll. Also aktiv merken und nicht so. Hoffen wir, dass es reinpasst, ne? Farbe. Ja, das geht so. Mit schweren Dunkel, Mensch. Gibt's doch gar nicht. Ach, hier liegen noch Balken rum. Ach, hier geht. Ist das mehr geworden oder sind die hergeflogen? Ich weiß auch nicht. Gut, das scheint zu passen. Das auch. Jetzt funktioniert alles. Gut, dann fahren wir zum Hof, ne? Ja, mit Licht wollte ich machen, noch nie aussteigen. Und Außenansicht wollte ich auch nicht machen, sondern nur Licht. Auf geht's. Nun haben wir mal einen Steier auf dem Hof, ne? Auch nicht schlecht. Ja, gute Sicht, sitzt nicht so hoch, nicht so tief. Das passt schon so. Und wenn, haben wir auch noch Gewicht am Hof zur Not, da können wir auch noch nutzen. Ja, wenn ich so auch, die Lenkung geht gut. Minute 6. Ja, so wieder ruckzuck, ne? Ja, in den nächsten. Also noch geht's vom Licht, also von Helligkeit, ne? Aber wie gesagt, im Winter wird viel geschlafen, in Anführungszeichen. Im Dunkeln wird nicht gearbeitet. In 6 Tage habe ich nicht gemacht wegen Winter, sondern die Ernte im Sommer und im Herbst. Also die Erntezeit ein bisschen zu verlängern. Beziehungsweise im Frühjahr mehr Zeit zu haben für alles, mehr oder weniger, ne? Oh, hier schon. Hier liegt schon viel Schnee, da wird noch eine Katastrophe her. Also Straßen kann ich mit meiner Kehrbesen nicht räumen. Und da wird auch so viel. Entschuldigung. Brauche ich ein Fahrzeug mit Schneeketten? Das haben wir noch nicht, glaube ich. Weiß jemand, wo man Schneeketten hinkriegen kann? Bin ich groß genug oder klein genug? Aber das passt schon, glaube ich, so. Oh, liegt schon sehr viel Schnee. Das wird irgendwann mal ein Problem. Wir haben noch 2 Tage im Winter, es kann auch viel Schnee. Aber er hat ja auch viel Schnee angesagt. Ne? Also von der Vorhersage her soll es noch viel geben. Zum Schluss. Wir werden eine Weile brauchen, bis alles wegtaut. Frühling. Gut, bestellen brauchen wir nicht. Unkrautbekämpfung steht an. Düngen wird anstehen sicherlich. Ja, und das. Ein paar Felder haben wir ja schon, ne? Und deswegen ist es auch mit 6 Tagen besser. Wir können auch da bei Bedarf auf 1 spielen. Aber wie gesagt, bei Bedarf, ne? So. Da sind wir. Die haben wir auch geräumt. Lustig wäre, wenn mit der Schnee gibt und alles zu ist. Denn die Krähen machen neuerdings Lärm, ne? Also nicht wundern. Der Spiegel ist gut, rechts. In der Mitte so. Immer Nebel. Der Spiegel zeigt im Prinzip ja, tief und der Spiegel. Bisschen Straße, könnte ein bisschen höher sein. Kann ich mir auch mal einen Modgas und Spiegel verstellen. Aber ich glaube, den habe ich nicht mehr. Weil die Tastenkombination habe ich mir nicht gemerkt und irgendwann, wenn ich nutze, kriegst du irgendwann auch nicht hin.
Da sind wir. Jetzt können wir die Paletten beim Palettenwerk entsprechend. Da fahren wir geradeaus durch den Schnee. War da wieder nicht geräumt, der Bursche? Hausmeister? So. Die Paletten wollen so ein Sägewerk. Das heißt, der LKW muss nochmal weg. Schon mal aussteigen. Weil der Träger ist hier irgendwie. Ja. Ich sag mal zu tief. So. Und ich will aufladen. Nee, nee. So. Genau, das wollte ich wissen. Z. Warum lädt er hier eigentlich ab? Fuck, keine Ahnung. Na, einer schon fertig. Aber hier geht auch mehr. Müssen wir ein bisschen gucken. Ein bisschen Licht noch anbauen hier. Ein bisschen schummrig. So. Jetzt machen wir die Außenansicht. Ein bisschen gucken. Ein bisschen schubsen. Wenn man sieht, die Paletten ein bisschen höher ist, dann geht's weg. Vielleicht muss ich hier wieder was probieren mit Terraforming, dass ich da ein bisschen das Gelände anhebe. Aber im Großen und Ganzen sollte ja nicht gemacht werden, ne? Er hängt irgendwo fest. Normalerweise sollte er ihn nicht hochheben. Doch Heckgewicht holen. Müssen zwei Paletten gewesen sein. Mir ist egal. Hauptsache nimmt ihr an, ne? Man kann es immer nicht sehen, ob es die richtige Höhe hat, ne? Das ist ein bisschen blöd. Sind auch wieder zwei. Muss ja wohl. Und weg. Man schöner wäre es ja, wenn man die entsprechend wo's hin kippt oder ablädt und dann nimmt sie dann alleine, ne? Das wäre ja besser, ne? Aber anscheinend. Ist das nicht so? Ein bisschen anheben, dann geht's. Mal gucken, ja, liegen schon zwei Paletten da. Dann können wir gleich vom Sägewerk die andere wegnehmen. Erstmal vom Sägewerk. Oh, das ist glatt. So ein bisschen Schnee räumen hier beim Sägewerk. Dann sehen wir nicht die Paletten.
Machen wir gleich. So. Warum arbeiten sie nicht weiter? Ah, doch. So fleißig weiter. Ja, das ist ein Sägewerk von Castro. In dem Erbauer der Karte. Das kann man sich beim Modcover nie unterladen. Da ist ein Link zu seinem Forum und da ist es öffentlich. Man kann sich auch im Forum anmelden, beziehungsweise vom Forum direkt. Man muss nur Castor oder Grasfeld besuchen, dann findet man das. So. Nur als kleiner Tipp am Rande. Hier mal ganz kurz, da habe ich schon Schnee angesagt. Aber liebe Tor, das machen wir in der nächsten Folge mit Schneeräumen. Ich sag mal tschüss. Ciao, ciao. Ja, wenn euch gefallen hat, ne, dann würde ich mich freuen über jeden, ja, Abo und Like. Der ist voll. Passt. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr reinschaut. Tschüss.